Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Folge hier bei unserer WG. Ja, das ist die zweite Folge, glaube ich. Und wir sind hier jetzt wieder da, wo wir bei der letzten Folge stehen geblieben waren. Hier ist das Begrüßungskomitee. Da haben wir schon letztens ein bisschen mit denen geredet. Nein, mit ihr. Ja, genau. Sie hat schon mal ein bisschen mit den Nachbarn geredet. Und wir sind hier angekommen. Alle arbeiten etwas für ihre Karriere. Sie hat das abgeschlossen. Was hat er? Er muss noch ein bisschen Training machen. Ja, geh mal an deine Grenzen. Und was muss die Alina? Mal kurz gucken. Sie möchte gerne Musik üben oder Witze schreiben. Okay. Dann darf sie mal kurz üben am Klavier. Wir haben ja extra eins. Besser gesagt, ein Keyboard. Und natürlich sind auch unsere süßen kleinen Tierchen wieder da. Warum liegen die nicht in diesen Nestern? Naja. Da liegen sie. Erstmal einen Screenshot von machen. Niedlich, oder nicht? Habe ich auf Aufnahme gedrückt? Ja, werde ich ja wohl. Ja, das klingt ein bisschen scheußlich. Und es ist hier allgemein etwas laut. Ich hasse das Begrüßungskomitee, muss ich ganz ehrlich sein. Und dann wartet mal kurz. So, Entschuldigung. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen laut hier. Sie ist nämlich hier, dann ist er da, dann labern die da. Aber die dürfen sich auch ruhig mal ein bisschen kennenlernen. Na, mach mal die Glotze aus. Oder koch mal was. Hier, wir haben ja diesen neuen Topf. Josenabe, genau. Oh, Entschuldigung und danke, falls ihr Gesundheit gesagt habt. Ja, das tut mir leid, ich bin etwas krank, aber dann trinke ich nochmal einen Schluck. Okay, die lernen sich ein bisschen kennen. Ist hier unten dein Bett? Nein. Da ist unser Guppi, den haben wir beim letzten Mal gekauft. Der ist leider nur Deko, den kann man nicht beobachten, aber ich finde den toll. Ich habe ja selber auch ein paar Guppis. Die halten sich aber tatsächlich nicht so lange, die sind ein bisschen komplizierter. Also Guppies kann ich nicht empfehlen, wobei die eigentlich okay sind für den Einstieg, aber trotzdem würde ich sie nicht empfehlen. Genau, red mal ein bisschen mit denen. Hier der Tobi, die Lulu und dann noch die Kitty. Die haben bestimmt Hunger. Hier, da ist ein automatischer Automat. Jede Stunde füllt er nach. Dann gucken wir mal, ob der irgendwann wirklich nachfüllt oder ob das nicht klappt. Aber füll er mal auf? Ja? Nein? Geht das nicht? Komm, doch. Zack, zack. Und du? Du bist fast fertig mit dem Trainieren und badest noch ein bisschen. Besuch kann gehen. Können wir auch alle nach Hause schicken? Ja. Okay. Ja, wir haben nämlich jetzt keine Lust auf Besuch. Ja, das ist verboten. Würden wir das bei anderen Haushalten machen, würde es Ärger geben? Nein, stopp, 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 stopp. Das dulde ich nicht. Können wir das irgendwie sagen? Gemein. Streiten. Anbrüllen. Jetzt wird er angebrüllt, weil er sich was zu essen macht. Wellenschleuder auslernen. Okay, und er? Was macht er? Du darfst mal Feuertopf, mach mal das. Geht das? So wie ich das will? Ja, er setzt sich da hin und jetzt macht er den Feuertopf. Komm, das gucken wir uns mal an. Ja. Cool. Okay, er steht auf. Aber er isst das doch gleich noch, oder nicht? Na, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Warum duschst du denn nicht? Och, komm. Ich hasse diese Gäste hier immer. Oh. Politikkarriere? Wahl sichern? Warum? Er ist doch Sportler. Ach so, ich habe so einen Mod, der ist verbuggt. Stimmt. Ja, komm, dann geh doch duschen. Da habe ich kein Problem mit. Und du? Du hast das abgeschlossen. Hör bitte auf. Nee, komm, hör auf. Nein. Geh du erstmal duschen. Du kannst ja was essen.
Ja, ess den Feuertopf. Oh, wann geht der endlich, der Typ? Ey, ich lösche den gleich. Weil der nicht abhauen will. Wartet mal. Nee, nicht Beziehungen. Nein, auch nicht. Sim-Kommandos, genau. Sim-Verwaltung. Sim-Löschen. Jo. Ja, das ist ein Bug. Das tut mir sehr leid. Das kommt auch nicht so oft vor. Diesen Cheat werde ich nicht oft benutzen. Aber es gibt auch eine andere Person, die ist verbuggt. Die kommt immer wieder. Die wird zwar auch immer wieder neu erschaffen, aber die kommt immer wieder. Es kann sein, dass ich die öfter mal lösche. Weil die einfach immer wieder kommt. Ich kann da gar nichts gegen machen. Ach cool, hier kann man hingehen. Ja, also die kommt halt immer wieder. Das nervt an dem. So, wo sind denn die Hähnchen-Nuggets? Wellenschleuder ausleeren. Das tut mir jetzt leid für die Nuggets, aber die kommen weg. Denn wir haben hier leckeres Essen. Komm. Nein, nicht plaudern. Nimm doch ein Gericht, bitte. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Also, das Essen sieht nicht schlecht aus. Die Qualität wohl. Ja, guck. Und du? Du hast doch bestimmt auch Hunger. Dann nehm dir doch auch mal ein Gericht. So. Ich hoffe auch, dass es von der Größe her okay ist, dass ihr das überall hier lesen könnt. Vielleicht klappt das ja nicht so. Am Feuertopf teilnehmen kannst du. Okay. Dann komm mal her. Genau. Komm. Zack, zack. Los, mach. Warum macht er das nicht? Stimmt, wir müssen das nochmal einpacken hier. Sie bekommt die. Und sie das hier. Dann können wir nämlich auch bald mal in Urlaub fahren. Das wäre cool. Ach, warum klappt das denn nicht? Das ist ja schade. Du kannst das nicht essen. Warum nicht? Okay, aber die können hier drauf liegen, scheinbar. Gut. Denen geht's auch soweit ganz gut. Sie steht hier. Wie spät ist es denn? Ja, putz mal deine Zähne. Er steht immer noch da. Vielleicht will er mal eine Gitarre spielen. Oder wir engagieren mal einen Gitarristen. Keyboard Autoplay. Aha, cool. Da kann man dann auch sowas anmachen. Cool. Okay, sie übt Gitarre, dann kann er ja Geige üben. Oh, nein, er kann keine Geige üben, er muss pinkeln. Aber dann kann er Geige üben, cool. Und sie kann wieder Keyboard üben. Eigentlich müsste das Keyboard da auch noch rein. Kommen die da nicht mehr raus? Ich glaube, wir haben die Tiere eingesperrt. Kann das sein? Es wirkt so, als wenn die da nicht mehr rauskommen. Können wir das irgendwie unterstützen, dass die da wieder rauskommen? Nein, wir haben die da gefangen. Doch, sie kommen wieder raus. Schön. Ich dachte schon, die wären hier drin gefangen. Komm, die Katze. Ja, gut. Das war tatsächlich verbuggt. Und er schläft noch. Die sind sehr, sehr müde. Oh. Er schläft beim Fressen ein. Okay, das ist etwas verbuggt. Naja.
Es ist kalt. Ja, dann macht doch hier das an. Ja, warum stellst du denn auch deine Geige dahin? Einschalten. Och, du kannst auch von der Seite da drauf. Geh du doch mal nach unten. Eigentlich müssten ja auch noch mal Gassi gehen, ne? Genau, kann man die Katze auch anleihen? Dann weg mal Tobi. Ja, genau. Tobi einmal wecken. Genau, Tobi wird wach. Die kommen mir sehr verschlafen vor. Bei Fuß kann er schon, okay. Okay, können die noch nicht an die Leine? Dann biete mal deine Freundschaft an. Scheinbar können die Welpen noch nicht so an die Leine. Aha. Schauen wir mal. Oh, da geht er runter. Ups. Oh, ach, da. Hä? Ach, da ist er. Hat geklappt? Okay. Ach nein, die sind ja so müde. Das macht gar keinen Spaß mit denen. Die schlafen nur die ganze Zeit. Ach, sind ja auch Welpen. Die schlafen wahrscheinlich sowieso sehr viel. Nein, nicht anbrüllen. Einmal streicheln. Und du? Was machst du? Dann hebt man erstmal die Tonne hoch. Okay, du hast Hunger, dann koch doch mal was. Du hast nämlich noch keine Fähigkeit, dann wirst du unsere Köchin. Mach du doch mal für die WG Abendessen. Und du kannst mal ein Bild malen. Klassisches Gemälde, ein kleines. Genau, man sollte am besten mit einem kleinen anfangen. Und sie kocht jetzt erstmal was. Wir haben hier auch so Betten, aber irgendwie wollen die da nicht rein. Ich weiß nicht warum. Und du? Ah, du hast gleich schon Level 3. Cool. Kannst du schon irgendwelche Songs spielen? Nein. Vielleicht ab Level 3? Und sie ist okay. Emotional wegen emotionaler Achtsamkeit. Aha. Und sie hat Grillkäse gemacht. Cool. Dann ruf mal zum Essen. Hat sie jetzt doch mehr als ich wollte? Ne, 3 übrig. Okay. Nein, du wärmst dich jetzt mal nicht. Du malst. Beziehungsweise ist es Abendessen. Das heißt, du nimmst dir auch mal ein Gericht. Und du da oben. Nö, dir geht's gut. Warum isst du denn dann? Du brauchst nicht essen. Nur ihr da unten esst mal. Und das kann ja ein Kühlschrank, dann ist das nämlich sicher. Okay, die brauchen noch mal einen besseren Sitzplatz, kommt mir so vor. Wir kaufen denen noch mal einen Esstisch. Also mir gefällt die Wohnung nicht so gut, muss ich ehrlich sein. Allein das hier gefällt mir schon nicht so. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nicht so schön. Also ich habe mich ja ein bisschen gefreut über die Wohnung, aber so langsam finde ich die nicht mehr so schön. Vor allen Dingen, das ist zwar cool hier, aber das ist nicht toll. Also das ist halt, ja, wie gesagt, cool, aber nicht so praktisch vor allen Dingen. Das wollte ich sagen. Nicht, ja, ist cool, aber nicht toll, ergibt keinen Sinn. Also es ist schon toll, aber es ist halt nicht so praktisch. Das wollte ich damit sagen. Das reicht ja. Sieht zwar ein bisschen creepy aus, aber ihr müsst doch sitzen beim Essen. Genau. Esst ein Grillkäse-Sandwich bitte einmal. Ach, ihr könnt da sitzen.
Ach doch. Oh. Na schön. Na gut. Und sie, wann levelt sie? Oh, sie hat schon Level 3. Dann übt nochmal neu. Sie kann jetzt auch schon traditionell. Ah, cool. Oh, Willow Creek. Ich glaube, der ist auch cool, der Song. Ich weiß es aber nicht. Okay, sie geht ins Bett, alles klar. Muss sie morgen arbeiten? Ja. Das müssen wir im Kopf behalten, dass sie morgen arbeiten geht. Ach, er auch. Ja, dann geh doch auch mal ins Bett, würde ich sagen. Na. Nee, mach mal erst noch, was ist los? Du musst dich nämlich um deine Tiere kümmern. Anderen geht's gut, okay, weil jetzt ist. Sehnt sich nach Aufmerksamkeit, streicheln. Okay, und du gehst auch ohne Essen ins Bett. Denn jetzt wird erstmal geschlafen. Nein, kümmere dich nicht um die Katze. Leg dich hin. Ja, komm. Ja, genau. Leg dich ins Bett. Ihr müsst nämlich auch schon früh hoch. Um 4:30 Uhr sollten sie hoch sein. Deswegen nochmal schnell ein bisschen Schlaf snacken. Ja, nochmal kurz weiter. Wie sieht es denn bei euch aus? Okay, sie ist ausgeschlafen. Dann wach du mal als erstes auf und geh du mal pinkeln erstmal. Du kannst nämlich erst pinkeln und danach mal kurz duschen. Er schläft oder er geht erst essen, dann duschen? Ja. Er schnappt sich nämlich jetzt schon mal was. Und sie? Sie bleibt noch mal liegen. Oder sie kann auch schon essen gehen und danach duschen. Okay, eins bleibt noch übrig. Das schnappst du dir jetzt auch mal. Und sie duscht jetzt. Okay. Genau, wir machen das nämlich so ein bisschen das System, dass irgendwie alles aufgeht und dass das Bad immer für einen frei ist. Weil wenn sie fertig ist, holt sie sich dann aus dem Kühlschrank noch in dem Fall eine schnelle Mahlzeit. Ein Joghurt geht immer. Sie hat nämlich auch gar nicht so einen dollen Hunger. Ja, du sollst dir gleich eine schnelle Mahlzeit holen. Jetzt hat's geklappt. Okay, die essen jetzt einen Käse. Was stinkt denn? Ich weiß nicht. Die Tiere nicht. Oh nein, die Katze ist krank. Gut, kümmern wir uns später rum. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Katze krank wird, aber gut. Okay, irgendwas stinkt hier. Ist das Essen schlecht? Ist irgendwas anderes schlecht? Ja, da draußen liegt Müll. Okay. Okay, und sie da oben? Sie ist fertig? Na, noch nicht ganz. Wann muss sie denn zur Arbeit? Okay, erst um 9. Er auch um 9 und sie erst um 17 Uhr. Oha. Sie hat schon Luxus, ne? 17 Uhr. Warum sind die denn so früh zur Arbeit dann überhaupt? Na, dich wollte ich nicht. Du. Nein, du schnappst dir jetzt was zu essen. Dann nimm halt billig Limonade oder so. Komm, ja, genau, nimm's dir. Und du kannst dann ja zum Tierarzt, wenn die anderen arbeiten, ne? Du musst ja erst spät zur Arbeit.
Okay, die waschen schon mal ab. Er ist fit. Er ist der Maler. Okay, dann kann er ja malen. Okay, nein, stopp. Nein, er soll das ruhig trinken. Doch, trink das ruhig. Wenn du dir was nimmst, sollst du das auch trinken. Und du? Hast du auf? Nee, ach, ich verwechsel dir immer. Und du bist die Musikerin, dann kannst du ja nochmal üben, ne? Du musst ja eh erst spät hin. Gut, ich weiß gar nicht, wie lang die Folge ist, aber ich habe tatsächlich heute ziemlich viel Lust. Na, wir werden es sehen. Ich mache einfach noch ein bisschen so, wie es mir gerade passt. Okay, sie übt ein bisschen. Und die beiden hier, die trinken was. Okay, sie ist fertig. Dann ist er ja auch gleich fertig. Sie war schon oben. Sie noch nicht. Sie kann sich schon mal fertig machen, ne? Einmal pinkeln und dann einmal duschen. Er muss warten. Wobei, nee, 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 eigentlich erst er. Stopp. Er muss zur Arbeit fertig sein. Das ist besser, wenn er schneller fertig ist. Nein, so wollte ich das nicht. Ja, gut, geh erst duschen. Stimmt, man kann auch in der Dusche pinkeln bei Sims. Oder? Geht das? Ja, das geht, ne? Oder nicht? Ich glaube, dass die auch in der Dusche pinkeln manchmal. Oder auch nicht. Also ich hatte einen Spielstand, da haben sie es gemacht. Da wurde die Blase dann auch erleichtert. Gut, er duscht schnell, vielleicht dann nicht. So. Und sie hat ja noch Zeit. Pack du den mal weg. Wo sind denn die Tiere überhaupt? Fressen tun sie auch nicht. Muss man denen das beibringen, dass die fressen? Wobei, du kannst dich mal hier rum kümmern. Geh mal hier hin. Und dann ruf die beiden mal. Okay, sie muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Er dann auch wahrscheinlich. Und sie ruft mal die beiden Welpen. Nein, 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 nein. Hier hingehen und da bleiben. Wo ist denn überhaupt der andere Welpe? Ist der oben? Ne, die können nicht nach oben. Hä, wo ist der andere? Der ist da, der. Unterm Tisch? Oh ja. Ja, die müssen kommen. Komm. Ja, genau. Und der auch. Ja. Und der? Der andere? Wo bleibt der? Sehr schön, er ist da. Dann bitte ihn mal, das Geschäft zu erledigen. Und der andere kommt jetzt auch. Ja. Okay, das Geschäft wird erledigt. Bitte ihn auch mal. Das läuft doch schon mal gut. Und du, bist du arbeitsfertig? Du hast noch Hunger. Dann gehst du hungrig zur Arbeit. Und du kannst auch mal hier hingehen. Er soll zur Arbeit gehen. Ja. Okay, wenn sie da ist, muss sie fleißig arbeiten. Genau, fleißig arbeiten. Und du, wo bleibst du? Gehst du auch zur Arbeit? Ja. Nein, du gehst nicht zur Arbeit, du musst aber zur Arbeit. Oh nein, ist das wieder der Bug? Nee, der Bug. Nicht der Bug. Ah ja, jetzt ist er auch bei der Arbeit. Dann gehen wir nämlich jetzt einmal zur Tierklinik. So. Das machen wir auf jeden Fall noch heute und ich trinke noch mal kurz einen Schluck. Ach ja, die ziehen ja immer ihre Schuhe aus. Schade. Zack, einmal zur Tierklinik, bitte.
Ja. Die können wir eigentlich auch mal umbauen, oder nicht? Und zwar müsste die hier sein, in Brindleton Bay. Ja, Brindleton Bay. Klinik für Tiere. Schön. Dann sind wir da gleich. Dann können wir gleich mal gucken, was unsere Katze hat. Hier sind auch schon mal andere. Dann melden wir uns direkt mal an. Kitty zur Behandlung anmelden. Ein Megastar. Okay, die Katze hat Hunger. Dann füllen wir das mal. Füllen und Kitty zum Fressen rufen. So, jetzt warten wir auf den Tierarzt einmal. Ach, der kommt schon. Okay, dann kommen wir auch mal schnell hier hin. Wir wollen ja schließlich da sein und helfen. Zur Paarung ermutigen mit. Das geht? Cool. Cool, mega cool, ey. Das machen wir mal. Nein, doch nicht hier. Wo geht er dann hin? Wurde er schon zur Paarung ermutigt? Oder wurde sie schon zur Paarung ermutigt? Ach nein. Da ist noch jemand mit diesem Kranken. Mit dieser Krankheit. Und der Weihnachtsmann ist da. So, wann geht's denn jetzt in Behandlung? Hat's geklappt? Ja, klappt es? Ja, es klappt. Oder? Oder geht sie wieder rein? So, was ist denn jetzt eigentlich mit der Behandlung? Ich hab's kaputt gemacht. Ja, die Behandlung vorzeitig beenden. Einmal bitte anmelden, setz dich hin. Und wird sie schon angenommen? Ja. Ah, cool. Dann hat sich das jetzt auch schon erledigt. Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie ein Bug, weil ich sie gefüttert habe und dann musste sie wieder runter und dann war das halt durcheinander. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Das Tierarztprinzip ist noch nicht perfekt und noch nicht ausgereift. Ist ein Fisch drin? Nö, dann kaufen wir einen. Erstmal geben wir Geld für einen Fisch in der Tierpraxis aus. Naja. So, jetzt geht's hoffentlich an die Behandlung. Och nein. Och nein. Oh nein. Ey, ich dreh durch. Wird sie jetzt doch nicht behandelt? Doch. Nein, jetzt geht's wieder drauf. Bitte, bitte sag. Oh ja, ich hatte schon Angst, dass es jetzt wieder nicht mehr klappt. Behandeln Sie doch jetzt bitte, sonst gibt's kein Trinkgeld. Ja, es geht los. Und er, was hat er? Freundlich, nee, respektvoll. Basisbehandlung. Und zack. Können wir eigentlich auch selber hier in der Praxis was machen? Daran? Nee, können wir nicht. Können wir daran was machen? Nein. Okay, wir dampfen wieder ab, würde ich sagen. Oder doch nochmal zur Paarung ermutigen mit. Ja. Boah. Es klappt, glaube ich. Und danach gehen wir auch direkt nach Hause, würde ich sagen.
Ach so, das sind Tauben. Ich dachte gerade. Und wo ist sie? Na, wir gehen nach Hause, würde ich sagen. Und jetzt geht's wieder nach Hause und dann machen wir gleich mal weiter. Und zwar zu Hause, so. Ist das ein Bug? Oder ist es ernsthaft was weg? Der Fisch ist noch da. Dann wird ja wohl nichts weg sein, oder? Oben ist auch noch alles da. Bis 17 Uhr noch bei der Arbeit, bis 19 Uhr und dann müssen wir los. Um 17 Uhr, dann können wir ja noch mal üben gehen. Oder du kannst dich mal um deine Tiere kümmern. Was machen die Welpen? Die schlafen. Mal wieder. Ich hoffe, dass die schon bald mal ein bisschen älter werden. Ja, das Spiel darf ruhig mal kurz automatisch speichern. Aber kann man nicht Gassi gehen mit denen? Schade. Ich wäre gerne ein bisschen mit denen Gassi gegangen. Das geht wohl erst, wenn die älter sind. Naja, die werden ja irgendwann älter. Ich sag extra irgendwann, weil das wird noch dauern. Nein, nicht das Gemälde verwerfen. Du hast bestimmt Hunger auf Mittagessen, oder? Nö, gar nicht. Entschuldigung. Das war so nicht geplant. Du kannst mal nachdenklich duschen. Luschen. Nein, duschen. Nicht luschen. Okay, das hat keinen positiven Einfluss auf unsere Umwelt. Dann weiß ich, was wir tun können. Wir können nämlich dagegen steuern und kaufen uns fürs Dach ein Solarpaneele. Oh Gott, jetzt rede ich immer komischer. Sonnenkollektor, nicht Solarpaneele. Ich wollte nicht Solarzelle sagen. Jetzt habe ich Solarpaneele gesagt. Wir können auch ein tolles Dach nehmen. Und zwar das nachhaltig Leben Dach. Ja, da sind wir zwar jetzt nicht mehr, aber ist doch trotzdem cool, oder nicht? Und gibt es auch ökologischer Fußabdruck? Grün? Dann gehen wir mal so in den grünen Fußabdruck. Cool. Wir werden grün. Kennt ihr auch diese eine Werbung für diesen grünen Strom? Dass dann verschiedene Personen grün werden? Ich kenne die auf jeden Fall. Ich weiß, ob ihr die auch kennt. Die läuft ständig auf YouTube. Oder adoptieren wir noch mal einen Hund? Nee, nee, nee. Was mit ihr? Sie hat Hunger. Ja, wir können denen eigentlich auch mal ein Lunchpaket mitgeben. Bis wann arbeitest du denn? Bis 19 Uhr. Oh, ja, das schafft sie. Und er bis 17 Uhr. Ja, das schafft er auch. Wird er befördert? Ja gut, es ist noch Zeit bis dahin. Und wer ist das? Ein Kind. Lustig vorstellen, mach das gleich mal. Oder nee, wir haben keine Zeit dafür jetzt. Und da unten, das waren unsere Tierchen. Geht's ihr schon wieder schlecht? Was hat sie? Na? Und dann kümmere dich mal um die Katze. Wird er doch befördert? Das wäre cool. Sie wird nicht befördert. Na gut, sie arbeitet noch länger. Okay, sie ist sauber. Dann gehen wir zur Katze hin. Oh, er ist wach. Ach, wie süß. Du kannst ihn mal streicheln.
Nein, streichel den mal nicht, denn die Katze hat irgendwas. Ah, die Tiere, die schlafen ständig. Irgendwie sind die ein bisschen verbuggt oder so. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für die heutige Folge. Wir sehen uns dann, keine Ahnung, wann wieder, denn ich habe keinen Plan. Und ja, bis dann erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ihr wisst es, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Und macht's gut, bis dann.